Zu Pfingsten lockt der Niederrhein. Ein lohnendes Ziel für alle Bundesschwestern und Bundesbrüder. Der größte Wallfahrtsort Nordwesteuropas ist ab dem 1. Mai Ziel von hunderttausenden Pilgern aus der Region, den angrenzenden Bistümern und weit darüber hinaus. Seit fast 375 Jahren kommen Besucher auch aus den Niederlanden, Belgien und Frankreich. Ziel ist das wahrscheinlich kleinste Wallfahrtsbild der Welt. Wallfahrtsrektor in Kevela ist Bundesbruder Rolf Lohmann von der Unitas Winfridia, Domkapitular am Hohen Dom zu Münster. Hier in Kevela wird er schlicht Pastor genannt. Und für ihn ist Kevela nicht nur ein besonderer Ort in Nordrhein-Westfalen. Auf jeden Fall. Wir bereiten uns vor auf das 375-jährige Wallfahrtsjubiläum. Es ist ein Ort mit einer besonderen Ausstrahlung, wie ich meine. Und wenn man das kleine Gnadenbildchen sieht, nicht mal Postkarten groß, was bald 375 Jahre hier ist, merkt man, wie stark die Anziehungskraft dieses Bildchens und damit dieses ganzen Ortes ist. Nun ist es einer von vielen Marienwallfahrtsorten. Da ist es ja oft anders. Wie Sie sagen, ist es hier ein ganz kleines Bild. Ja, das ist hier das Besondere, also dass wir nicht eine spektakuläre große Madonna haben, zu der man aufschaut, sondern ein Bildchen, was auch nicht in irgendeiner Kirche ist, sondern auf dem Kapellenplatz mit einer Öffnung zum Kapellenplatz, mittlerweile in einer kleinen Kapelle, in der Gnadenkapelle. Aber das ist natürlich schon etwas anderes und viele Leute, vielleicht auch die Probleme mit der Kirche haben, können zu diesem Bildchen gehen und tun dies auch, brauchen aber keine Kirche zu betreten. Das Jahr der Barmherzigkeit für Bundesbruder Rolf Lohmann hat dieses Thema eine starke Verbindung auch zu den unitarischen Prinzipien. Ja, das Jahr der Barmherzigkeit rückt natürlich nochmal in den Blick. Wie leben wir Menschen unser Christsein? Was bedeutet das, wenn wir die Liturgie feiern und dann gesendet werden? Wie leben wir das, was uns die Evangelien sagen? Wie leben wir das, was wir am Altar feiern? Wie können wir das umsetzen? Rund um die Gnadenkapelle, die mächtige Marienbasilika und die Kerzenkapelle hat hier über Jahrhunderte der Glaube Spuren hinterlassen. Auch unitarische. Wer oft, gerne und regelmäßig kommt, verewigt sich, wie etwa die Unitas Salia aus Bonn. Die ins Anliegenbuch eingetragenen Bitten werden hier jeden Abend von der Bruderschaft ins Gebet genommen und davon machen nicht nur die Superfrommen Gebrauch. Bundesbruder Rolf Lohmann freut sich auf viele, die in diesem besonderen heiligen Jahr nicht nur jetzt im Marienmonat Mai an den Niederrhein kommen, auch auf Bundesschwestern und Bundesbrüder von überall. Ich lade euch ganz herzlich ein, liebe Unitarier, nach Kevela zu kommen, in diesem besonderen Ort, ob es jetzt am 1. Mai ist, wo wir um 10 Uhr den Kardinal von Wien erwarten, oder ob es am Pfingstmontag ist, wo eine besondere Wallfahrt ja vorbereitet und organisiert wird. Ich freue mich auf die Begegnungen hier und ich hoffe, dass ihr hier spürt, was das für ein besonderer Ort ist und dass von diesem Ort etwas ausgeht. Etwas ausgeht, was uns nach vorne bringt, etwas ausgeht, dass unser Glaube Vertiefung erfährt, aber dass unser Leben auch eine Tiefe bekommt, eine Schönheit bekommt. Darauf freue ich mich auf alle Begegnungen. Herzlich willkommen in Kevela. Die Wallfahrt der Unitas Rurania nach Kevela. Wir sehen uns in Unitate am Pfingstmontag um 10 Uhr zum Hochamt.